Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger und natürlich dem Stereo Trader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich sehr, dass Sie heute Morgen live dabei sind. Da kommen hier gerade auch noch einige neue Teilnehmer rein. Und ja, bin sehr gespannt, was der Markt heute Morgen vorhat und was Dirk natürlich auch damit vorhat. Aber bevor ich den Bildschirm an Dirk übertrage, müssen wir mal kurz den Risikohinweis besprechen. Da haben wir immer gilt dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Und das bleibt auch zukünftig so. Gut, dann, lieber Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wie immer, Monitor 2 bei dir. Und ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Du bist mein technischer Assistent. Ich mach's das Ich sehr gut. versuche, wo ich kann, zu Guck helfen. mal. Auf Anhieb haben wir hier das richtige Bild. Das ist unglaublich. Dank Nelson. Ich sag ja, du musst morgens hierher kommen. Du musst dann läuft, würde das alles noch 20 Mal besser laufen, als es das tut, was ja. So, aber heute tatsächlich mal bis jetzt keine technischen Schwierigkeiten. Von daher denke ich mal, wir können hier halt dann auch relativ zügig starten. So, ich sag mal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Freue mich hier zu sein bei Nelson. Nelsons Live Trading mit mir als Nebendarsteller. Ja, sehr gut. Ja, ne? Und so müsste es doch heißen. So, der Timo haut schon die ersten Frechheiten raus. Ich gucke hier gerade mal in die Fragen. So, was sagt er? Da wäre zumindest einer da, der sich mit Technik auskennt. Das ist Timos Kommentar zu deiner Funktion als Dauerassistenz. Was ist das für ein Loch hier? Guck mal, sieht aus, als wäre ich. So, jetzt geht's aber. Da ist doch ein So. Fleck, habe ich doch gesehen jetzt. Nee, das ist Schatten. Ja, das ist Schatten. Ich ziehe doch, mein, also sage ich jetzt aber. So, gut, also nochmal, hallo, herzlich willkommen hier in die Runde. Und freue mich wie immer über alle Frechheiten und auch alle netten Kommentare, auch Kritik. Hier ist alles erlaubt. Und wir schauen uns jetzt erstmal den Markt an, bevor wir hier zu viel in Geplänkel abdriften. Letztes Mal sind wir beschimpft worden. Wir würden zu viel bla 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 machen. Aber ich finde es halt auch eigentlich immer ganz nett, ne, wenn wir halt auch ein bisschen Smalltalk dazwischen haben. Es brennt ja auch nichts an. Wir haben jetzt erstmal irgendwie 10 vor 9. Das heißt, wir haben noch ein paar Minuten, bis die Börse aufmacht. Und ob man sowieso dann halt wirklich um Punkt 9 dann halt irgendwo einen Trade dann direkt platziert, da steht er ja eh nochmal auf einem anderen Blatt. Dazu muss natürlich das Bild vorher passen. Das muss halt Sinn machen. Ne? So, ich gehe mal hier aufs Hauptbild. Erstmal das Übliche. Das heißt, ich zeige hier erstmal meinen Chart. Sagt er, ich habe einen Fleck auf dem Hemd. Das glaube ich ja nicht. Das Tut mir leid, habe ich mich verguckt. was? Habe ich mich wohl verguckt? Ist ja nicht so, dass ich mir da keine Gedanken drüber mache, was ich da morgens anziehe. Sieht man zwar nicht, dass ich mir Gedanken mache, aber es ist, das Problem ist, es fällt halt immer sofort auf, wenn du dann halt irgendwie in 2 Webinaren Folge dasselbe Hemd oder denselben Pulli oder was auch immer anhast. Dann denkt immer jeder, da hast nur eins. Aber wenn man halt dann auch als Beispiel 14 Tage Rhythmus wechselt, kann es halt schon mal passieren, dass es dasselbe ist, ohne dass man es mitkriegt. Ne? Aber ich lese So, gerade hier im Chat, bevor du anfängst, du bist schon wieder ein TV-Star hier. ja, ich sehe es. Dr. Stern von Betty. Ja, sehr schön. So, ich hoffe auf jeden Fall, euch geht es allen gut. Und okay, ah, da ist er wieder. Guck mal, da, der Alfons. Den war letztens, der hat uns letztens beschimpft und heute findet er es besser. Alfons, ich sag dir das, du musst einfach nur oft genug hier dabei sein und dann findest du das am Schluss auch ganz nett. Also heute hast du ja gerade hier gesagt, es wäre schon amüsant. Aber das Ding ist halt, das muss man vielleicht auch wissen. Ich glaube, das hat einfach hier die meisten, die hier dabei sind, also wirklich irgendwie 90% sind halt eben auch Leute aus
der Facebook-Gruppe und Dauergäste. Und dann gibt es halt dann hin und wieder auch immer mal so ein paar Running Gags. Und es dauert ein bisschen, bis man da reinkommt. Aber ich glaube, insgesamt sind wir doch hier eine ganz nette Runde. Ich freue mich auf jeden Fall immer über jeden Einzelnen hier. Und das ist eben dann meine Art, das dann halt auch auszudrücken. So, also, wo sind wir denn? Also erstmal, ich mache mal zuerst ganz kurz den DAO, ne, weil der so ein bisschen die Hosen anhat, gestern auch was den DAX angeht. Mache aber beides. Also ich guck mal, wenn man, ob man einen Trade hinkriegt jetzt um 9 Uhr, das hängt so ein bisschen davon ab, ob wir einen Trigger kriegen. Also erstmal der DAO. Wer am Freitag dabei gewesen ist bei den NFPs, der hat noch gesehen, wie ich hier oben diesen roten Kasten gezeichnet habe und habe auch noch gesagt, das da oben ist wesentlich interessanter für Short und vorher eher nicht. Und was hat er gemacht gestern? Läuft genau bis hier oben an die Ecke von dem roten Kasten. Das ist aber eigentlich eher Zufall, weil ich habe den eigentlich so Pi mal Daumen eingezeichnet. Klar. Das High wäre, maximale High wäre natürlich hier der Peak gewesen, ne, und bin einfach knapp ein bisschen drunter geblieben. Aber es ist ja eben dann auch ganz oft so, ne, dass halt das nicht genau angelaufen wird, also nicht nach dem Motto, es muss ein punktgenaues Doppeltop sein, sondern generell hat man hier halt einfach gesehen, ich mache das mal kurz größer. Ach so, ja, Live-Chart gebe ich gerade mal nochmal frei für alle, die das Add-on haben, aber keine Lizenz, können bei den Webinaren ja immer live dann die Linien mit auf ihrem Bildschirm haben. Also was ja halt eben oft passiert ist, das halt eben knapp davor und wenn halt so ein Hoch war. Was wir halt hier sehen, ist diese halt diese Abwärtsbewegung, die halt natürlich schon mit bisschen Druck war. Grundsätzlich ist so eine Kerze einfach, die finde ich natürlich immer schon recht aussagekräftig. Das heißt, wir haben halt hier einfach einen Ausbruch über, also das ist ja die Kerze davor, die Stunde davor. Ausbruch über das Hoch und schließt deutlich tiefer. Das heißt, wir haben hier eigentlich schon einen Fehlausbruch in der Stundenkerze quasi eingebaut, wenn man so will, ne? Also ist halt hier eigentlich schon impliziert. So, und deswegen, sowas wird dann auch nicht einfach überlaufen. Und wer dann halt mal hinläuft, ich hatte ursprünglich die Grenze bei 34.772. Da ist er einmal kurz drüber geschlossen, dann gab es aber halt schon wieder Bewegung nach unten und dann halt hier nochmal so eine Nummer, aber ich habe am Freitag auch gesagt, das wird wahrscheinlich nicht ganz einfach werden, da oben den richtigen Entry zu finden. Und wie man sieht, sollte ich damit auch recht behalten, dass es nämlich eben nicht einfach war. Das heißt, man musste schon halt hier wirklich das Hoch dann mit einkalkulieren, wenn man halt auf Short gehen wollte, um entsprechend dort halt den Stop zu platzieren. So, das hat soweit gepasst. Ich habe auch gestern Morgen noch in der Facebook-Gruppe auch noch geschrieben. Das war jetzt nicht das erste Mal, wenn wir zuerst mal den Ausgangspunkt von den NFPs nochmal anlaufen. Das war gestern hier, recht genau in dem Bereich war gestern die grüne Zone. Ich habe sie dann später ein bisschen runtergezogen, aber das hat sehr genau hier erstmal gehalten. Was wir hier halt auch noch sehen, ist ein kleines Gap in dem gelben Bereich hier. Und die läuft der DAO ja grundsätzlich sehr gerne an. Und von daher hat erstmal diese ganze Bewegung soweit gepasst. Heute wird es jetzt so ein bisschen drauf ankommen, ob die Geschichte halt hier hält oder nicht. Generell würde ich den Tag aber eher als Short einstufen. Das heißt aber nicht, dass wir nochmal halt nicht nochmal ein Stück nach oben laufen können. So, was man halt hier sieht, deswegen hat immer auch mein Fokus auf Trigger. Diese kleine blaue hier, die war so ein bisschen ungenau, die habe ich aber auch schon in weißer Voraussicht dünn erstmal gelassen. Aber was man halt hier sieht, ist halt dieser Punkt oberhalb von dem Gap jetzt gerade eben sehr genau mit der 8-Uhr-Kerze einmal oben halt drangelaufen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt zumindest mal einen Stich da halt runterkriegen werden. Also hier in diesen Bereich einmal unterhalb des Gap und habe auch hier, wie man sieht, eine Ausbruchslinie ausnahmsweise mal wieder eingebaut. Das heißt also eine Diagonale, die es ja bei mir selten gibt. Aus dem einfachen Grund, weil man sie halt einfach nicht gut greifen kann. Ne? Man weiß halt nie, ist jetzt irgendwie der Punkt hier der richtige, der untere, welche muss ich verbinden und so weiter. Und das mag ich halt daran nicht. Das ist halt einfach zu ungenau. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das halt so macht, sieht man halt hier, ne, das Gebrochene, also diese Tendenz, die ich auch am Freitag beschrieben habe, wo ich gesagt habe, die haben wir hier aufgebrochen. Von daher ist erstmal ab, das war hier der Freitag, die NFPs.
Und da hatte ich auch gesagt, von daher ist jetzt erstmal Short kein Thema. Und hätte mir schon gewünscht, dass er halt vorher mal runterkommt am Freitag, aber hat er nicht. Und deswegen gehe ich mal davon aus, wir beackern die noch ein bisschen weiter und stoßen hier einmal hier unten rein. Und dann muss man halt sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Hier unten grün, ganz einfach, weil das waren halt einfach die letzten Käufer hier. Die Zone wird auch nicht ganz einfach zu greifen sein. Generell sollten wir hier schon Support sehen, wo der dann genau einsetzt. Da steht dann halt so ein bisschen auf dem anderen Blatt. Und blöd wäre es halt nur, wenn man zur Eröffnung, also es ist zwar nicht der Dow, der eröffnet, aber der kriegt natürlich auch sein Volumen um 9 Uhr. Bisschen blöd wäre natürlich dann halt, wenn er trotzdem jetzt auf den letzten Drücker hochläuft und dann halt hier erstmal den oberen Bereich nochmal beackert. So, im DAX, er turnt hier so auf der 655 rum. Hat aber gestern auch, da hatte ich halt gestern Morgen natürlich schon vorher oder beziehungsweise vorgestern Nacht schon hier oben diesen roten Bereich eingezeichnet. Und da ist er gestern punktgenau dran gelaufen und hat sich dort erstmal dran gestoßen, kam nicht mehr weiter. Ich bin halt grundsätzlich, das habe ich auch im Blog heute nochmal geschrieben, gar kein Fan davon, eigentlich halt so rote Zonen, ja, also Widerstände überhalb von einem ATH zu zeichnen. Aber hat an der Stelle Sinn gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass die beiden, also DAX und Dow, in der Korrelation halt laufen werden und dass der DAX nicht davonzieht, wenn der Dow nicht vorwärts kommt. Und beim Dow, der stand ja halt eben hier kurz unter der roten Zone und deswegen habe ich gesagt, das macht schon Sinn, die da oben mal ein bisschen auch einzufärben und eben nicht dann nur wie sonst dann halt zu sagen, ja, es ist erstmal ein Anlaufbereich für das nächste ATH, sondern tatsächlich ein Widerstandsbereich. Denn der DAX wird sich hier natürlich jetzt auch beweisen müssen, ob das die ganze Geschichte hier hält oder halt nicht. Für mich ein Entry 9 Uhr wäre eigentlich nur, wenn wir einmal hier drunter schließen, unter dem Bereich, man sieht, das hält ja halt schon ziemlich deutlich. Und von dort aus, also nicht drunter schließen, sondern jetzt also schon um 8:59 Uhr quasi drunter schließen und um 9 Uhr darunter eröffnen. Dann wäre das halt ein Short wert. Und ansonsten besteht natürlich die Gefahr, dass er halt eben nochmal hochläuft. Wo wenn man sich das hier auch mal anguckt, auch mal unter dem Aspekt von Tendenz, ne? Also es wird man nicht genau zu greifen kriegen, wie gesagt. Schräge Linien, das sind was für schräge Vögel. Würde zwar eigentlich zu mir passen, aber im Trading kann ich damit nicht so viel anfangen, weil wie gesagt, es ist zu ungenau. Trotzdem sieht man halt bei hier halt natürlich schon jetzt, dass wir so eine, dass wir abfallende Hochs haben. Es könnte natürlich sein, dass wir da jetzt halt nochmal irgendwo hinlaufen und dort oben kurz verweilen und dann halt eben diesen unteren Bereich dann halt nochmal angehen. Und wäre denkbar, beziehungsweise wäre so ein bisschen, ist so ein bisschen die Gefahr hier dabei. Also ist halt leider auch so ein bisschen für den Dow dann halt so ein bisschen schwierig, weil der eiert den DAX eigentlich erstmal nach um 9 Uhr. Und also ist zumindest mal so mein Eindruck. Und was man dann aber halt sieht, ist eben, dass halt der dann halt, also anfangs meistens so ein bisschen zurückhaltend ist und aber das Volumen dann halt eben zunimmt, sobald es dann halt eben auf der deutschen Seite wieder nachlässt. So, weil ich bin halt ein Dow, habe ich einen Short hier unten auf und würde den aber jetzt halt rausnehmen, wenn er halt entsprechend hier nochmal über diese 34.610 läuft. DAX würde ich jetzt erstmal in Ruhe lassen und erstmal gucken, wie der überhaupt reagiert. Weil jetzt hier Punkt 9 Uhr sieht eher aus, wie gesagt, das laufen wir halt nochmal da oben hin. Das wäre so der Bereich 700 dann in etwa und dann kann man ja, kann man dann vielleicht mal gucken, ob man da halt einen kleinen Timeframe da irgendwo was entdeckt, was man dann halt entsprechend greifen kann. Timo, da war das entsprechend, hast du es gehört? Mir wurde es nämlich auch vorgeworfen, dass ich das so oft verwende. Das ist Timos, wir haben festgestellt, wir machen nämlich gerade so ein paar Videos und Timos Lieblingswort ist entsprechend. Meins scheinbar auch. Genau. Sagt er nichts mehr. Ist wahrscheinlich schon eingeschlafen von dem langen Monolog. Also kann natürlich auch sein, ne, dass wir jetzt hier direkt darunter versuchen, aber finde ich halt auf an der Stelle jetzt hier so ein bisschen schwierig greifbar, weil man sieht es ja hier halt auch, ne, die ganzen Stundenkerzen immer wieder über diesen Punkt geschoben,
der wird wohl nicht so einfach ohne Anlauf dann halt auch rauszunehmen sein. Wenn wir da runterlaufen sollten, ich tippe aber eher mal, dass wir das so frühestens dann halt irgendwie zum Ende der Stunde halt machen. Und dann wird es natürlich als nächstes hier um das Tief von gestern gehen. Also genau die Geschichte hier. Die zeichne ich aber jetzt mal. Ich hoffe, ich vergesse die nachher nicht wieder rauszunehmen. Ich mache die lieber mal gestrichelt, weil es gab nämlich dann letztens Ärger mit dem Live-Chart, weil ich da mal eine Linie vergessen habe. So, aber das taucht jetzt ja auch automatisch dann entsprechend auf. Ich gebe das auch mal frei. Also die Bewegung ist jetzt erstmal soweit plausibel. Ich habe gerade gesagt, ich vermute halt schon, dass wir erstmal da oben halt nochmal den Bereich antesten. Es kann halt wirklich sein, dass es halt hier dann so relativ genau und dann halt wirklich dann auch an so ein Verlaufsding da halt gehen wird. Kann sein. Vielleicht stoßen wir auch nochmal da oben rein, aber ist mir ein bisschen schwierig, ein bisschen zu ungenau, das da oben so zu greifen. Jetzt habe ich mir extra einen Kaffee hingestellt, haben wir nicht mal getrunken. So, und da muss man mal gucken. Vielleicht findet man da auch andere Punkte, die vielleicht ein bisschen leichter greifbar sind. Ich gehe mal hier kurz rüber. Ja, hier ist der DAO, aber den lasse ich mal jetzt mal kurz in Ruhe. Wenn er nicht aufgeht, ist es nicht schlimm. Ich würde den aber hier rausnehmen, weil wenn er das hoch hier, beziehungsweise hier dieses, ist ein bisschen klein, sorry. Aber wenn halt hier die letzten Hochs nochmal da genommen werden, ja, also dieser Peak und dann ist wahrscheinlich die nächste Anlaufstelle dann hier oben. Und deswegen würde ich den hier dann auch erstmal rausnehmen und dann halt entsprechend eine Etage höher nochmal versuchen. So, ganz kurz. Hier, jo, ups. So. Also, und dann halt hier der DAX, ne? Also das, man sieht ja auch, ich weiß nicht, sind die Farben da gut erkennbar? Wann habe ich das denn umgestellt? Okay. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, ne? Aber ich hoffe, es geht. Also hier sieht man ja halt auch, und wir stehen jetzt gerade so 3 Punkte hier über der Eröffnung. Aber die Linie ist natürlich schon schräg. Da sehe ich überhaupt keinen Docht hier. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Versuchsaufbau. Also ein bisschen wenig von der Vola, stehen jetzt gerade mal 10 Punkte drüber. Einmal kurz hier, sind wir ins Gap reingelaufen oder nicht? Ich kann es überhaupt nicht erkennen. Was ist denn das für eine Linie? Habe ich die da eingezeichnet? Beziehungsweise der Stereo Trader. Ach, sorry, wenn ich das jetzt irgendwie doof fragen muss, aber haben wir das? Ja, gut, Gap ist zu. Also generell sage ich ja auch immer, so ein Gap-Close ist kein Short-Signal. Gut, jetzt bei den paar Punkten hier ist das vielleicht nicht so wahnsinnig aussagefähig. Also wir drücken auch wieder runter. Und hier auf der rechten Seite ist halt auch die Stunde, wie ich sie halt eben drüben im Live-Chart habe. Und ich muss mal hier gerade ein anderes Bild für mich halt hier noch dazu machen. So. Okay. So, ne? Gut. Kriegt erstmal eins auf den Deckel. Und mit dem DAX, also ich meine, man kann das versuchen, ne? Wenn man unbedingt sagt, ja, ich will unbedingt da unten das Tief testen. Also das könnte schon funktionieren. Ich bin aber mal eher ein Freund davon, mal die ersten 15 Minuten abzuwarten, bevor man da auf den Knopf drückt, weil halt ganz viel am Anfang ja dann doch erstmal rauschen ist. Und wir haben ja gerade erstmal die ersten 5 Minuten jetzt oben. Ne? Das heißt, es bedeutet hier alles noch so ziemlich gar nichts. Und deswegen ein bisschen schwierig hier jetzt einfach da halt reinzugehen. Ansonsten würde ich sagen, Bitcoin Short. Ich habe auch schon überlegt, das könnte man hier eigentlich auch mal einführen. Ist ja momentan eigentlich ganz volatil, die Nummer. Und aber, naja, gut.
Habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig Handelserfahrung, aber wenn ich mir den Markt so angucke, so wirklich anders läuft er irgendwie auch gerade nicht, ne? Mein Lieblingswort ist halt. Okay, ja, das kann echt sein. Da ist was dran. Da ist was dran. Dann fragt hier der Alexander, was hältst du von der Theorie zum Gap-Close? Welche? Ich fürchte, da gibt es ganz viele. Also meine ist immer, ein Gap-Close, wie jetzt hier von unten, ist kein Short-Signal. Und von oben ist es halt entsprechend kein Long-Signal, weil es meistens dann halt erstmal zumindest mal noch ein ordentliches Stück drüber geht. Und das ist zumindest mal halt sehr, sehr oft der Fall. Und ansonsten gibt es ja bestimmt noch andere Ansätze beziehungsweise Theorien, Strategien, was auch immer. Aber wie es halt so ist mit jeder Strategie, entscheidend ist immer nur, wie oft funktioniert sie und beziehungsweise hat es halt wirklich eine statistische Relevanz. Ja, weil ansonsten ist es im Zweifelsfall halt nur Meinung. Aber das Schöne ist ja, im Trading kann man Meinungen ja ganz gut überprüfen. Und man muss sie nur handeln. Und wenn man das nicht kann, sollte man vielleicht nicht weiter drüber nachdenken. Also, ich meine halt, dass nicht belegen kann. Ne? Wenn man glaubt, diesen, das, jenes funktioniert so und so und so. Oder mit Gaps hat dies und jenes auf sich, einfach testen. Und 100-mal testen und dann weiß man halt, ob das Ganze Sinn macht. So, wir stehen auf der Stelle. Also, und deswegen sage ich halt, ne, so die 15 Minuten sollte man jetzt schon mal irgendwie abwarten. Und wenn wir dann immer noch hier unten kleben, dann könnte man tatsächlich mal drüber nachdenken, da unten drunter halt einen Short zu positionieren. Weil wenn nicht mehr kommt als jetzt das hier, weil ansonsten müsste er, wenn nämlich wenn er jetzt nicht da hochkommt, müsste er jetzt hier quasi eine Tröte sozusagen bauen. Das heißt also nochmal ein höheres Hoch, nochmal tieferes Tief und das ist halt so ein Spiel, was ja nicht unendlich geht und sondern was ja halt relativ schnell dann halt auch in der Regel beendet ist. Und deswegen, wenn jetzt hier nochmal halt die Geschichte runterkommt, kann man vielleicht schon mal drüber nachdenken. Es sollte aber idealerweise schon so sein, dass halt, halt eine größere Order sich auch entsprechend dahinter stellt. Das haben wir am Freitag übrigens gesehen. Da hatten wir auch das Thema Orderbuch. Und da hat man schön gesehen, da gab es nämlich hier auch so einen Einwand, dass es halt irgendwie wenig Aussagekraft hat. Aber man kann halt daran zumindest, finde ich, den Stop meistens sehr, sehr gut und sehr, sehr eng dran ausrichten. Oder halt eben den Stop Entry. Ne? Also egal jetzt für ob jetzt Stop Loss als Exit oder halt Stop als Entry, in welche Richtung halt auch immer. Aber warten wir mal ab, ob wir sowas sehen und dann kann man das eventuell, kriegen wir das ja auch hin. Ja, aber hier jetzt erstmal mal kurz, immer noch. Ihr seht es ja, ne? Also ich meine, stehen hier 3 Punkte über der Öffnung, was soll das, ne? Das ist nicht wirklich der Rede wert. Da muss man jetzt nicht wirklich unbedingt nervös werden. Aber ansonsten, wenn wir hier durchgehen sollten, da unten auf der Unterseite, dann hätten wir, wenn wir das jetzt mal auf 15 Minuten runterbrechen, hätten wir natürlich, kann ich mal kurz zeigen, wie das aussieht. Natürlich auch eine nette Kerze. Ne? Das heißt, wenn der jetzt hier auf die letzten 5 Minuten nach unten drückt, dann haben wir hier oben einen Fehlausbruch und höchstwahrscheinlich einen Schlusskurs, der deutlich tiefer liegt. Und dann kann es auch funktionieren, dass wir halt ein paar Meter weiter runterrutschen. Und wie gesagt, das Ziel wäre, also ich hoffe, man kann nachvollziehen, was ich gerade meine. Also, dass wir hier halt wirklich dann so eine rote bzw. schwarze Kerze dann halt nach unten haben, die ein höheres hochhaut, aber halt tiefer geschlossen. Aber muss natürlich nicht sein, auch klar, nur wenn es so wäre, dann hätte es auch so, würde mir so ein bisschen mehr Sicherheit dann eben auch geben für die Richtung nach unten. Weil das Problem ist ja, so ein Index will ja grundsätzlich lieber nach oben. Und
Da muss man immer ein bisschen aufpassen, vor allen Dingen gerade jetzt an so einem Level, wo jetzt halt hier erstmal die Käufer erstmal generell wach sind. Da muss man halt schon gucken, dass man dann halt auch ein bisschen Rückendeckung möglichst dann eben auch hat. So, ne? Wir drücken halt nochmal hier auf die Eröffnung jetzt gerade. Also kann schon sein, dass wir da wirklich um genau in 3 Minuten halt einen Impuls kriegen. Am liebsten nach unten natürlich. Und würde auch, wie gesagt, zum DAU ja ohnehin auch passen, ne? Weil hier der hängt halt jetzt hier nur wirklich in diesem gelben Bereich, also in dem Gap fest, aber so ein Stich nach unten wird jetzt nicht wirklich wehtun. Und dann halt würde das Ganze ganz gut korrelieren halt auch. Wenn die beiden natürlich dann halt zusammen hier so ein bisschen Synchronschwimmen veranstalten. Wo wäre dann das Ziel? Ja, also im DAX, ne? Lutz ist wahrscheinlich die Frage gemeint. Also wie ich vorhin halt hier gezeigt habe, die 15.611, das wäre mal so die erste eigentlich relevante Anlaufstelle. Mehr sehe ich hier momentan auch nicht, weil es einfach nur das Tagestief von gestern ist, was ja dann halt entsprechend auch ein neues ATH bewirkt hat. Und da muss man gucken, ob wir das halt dann nochmal sehen, ob wir da halt einfach nochmal hinlaufen. Oder knapp davor und wie der Markt dann halt entsprechend dann auch damit umgeht. So, weil viel mehr sehe ich hier momentan halt absolut nicht. Der Markt scheinbar auch nicht. Sonst würde er sich nämlich anders bewegen. Sorry, Moment mal kurz. Ja, aber es ist jetzt halt auch absolut nicht ungewöhnlich, dass jetzt erstmal halt nichts passiert. Aber das heißt nicht, dass es die ganze Stunde jetzt so bleibt. Ich meckere ja gerne mal irgendwie über die Vola, wenn sie zu gering ist. Aber mal gucken. Das kann schon noch, je nachdem, wenn der DAU halt mitspielt und halt hier den ganzen grünen Bereich nach unten beackert. Aber was heißt mitspielt, ne? Es würde so ein bisschen, es würde ganz gut dazu passen. Ja, dass der untere Bereich ausgelotet wird. So, und das würde bedeuten, so rum mal betrachtet, der DAU steht jetzt bei 583 und hier geht es im schlimmsten Fall runter bis auf, nehmen wir mal halt den Bereich, 416, 120 Punkte. Also wenn der DAU wirklich halt auf die Idee kommen sollte, den Bereich hier auszuloten, 120 Punkte runter, dann wird auch der DAX höchstwahrscheinlich 50 Punkte runtergehen. So, wenn man die mal hier abzieht davon, dann bin ich ziemlich genau in dem Bereich. Und von daher, das meine ich ja, das wird schon eigentlich ganz gut zusammenpassen, die ganze Geschichte. Und deswegen handle ich halt auch beide oder gucke mir die halt auch beide an, weil so eine gewisse Korrelation kann man ja nicht wirklich abstreiten. Und oft ist es dann halt eben auch so, dass es halt wirklich ja, dann halt ja auch zusammenpasst. Also nicht immer, aber dann doch schon meistens. Und das würde halt hier zeitlich gut zusammenpassen. Aber der klebt halt auch wirklich komplett fest an in seinem Gap hier. Aber wie gesagt, ein Spike runter kann eigentlich nicht das große Problem sein. So, jetzt haben wir noch 15 Sekunden. DAX steht immer noch auf Anfang. Immer noch an der Kasseeröffnung. So, gehen wir mal nochmal rüber. Ja, ne? Da kommt nämlich jetzt genau der Impuls. Oder auch nicht. Gut, es waren zumindest ein paar Punkte. Aber ja, nee, das passt. So, okay. Also, das heißt, der hier Attacke, wenn er runterkommt, will ich den shorten. Der DAU funktioniert schon. Der müsste jetzt dann aber auch am Stück durchziehen nach da unten hin. Sonst macht das irgendwie keinen Sinn. Das heißt, wir sind jetzt hier zwar erstmal, ja, okay. Ne, ist jetzt erstmal rausgeflogen, macht aber, ist aber in Ordnung, weil man sieht ja hier halt auch, das ist eine größere Order jetzt auch da, die halt hier das Ganze supportet hat. Von daher und kein neues Tief. Dann ist der jetzt erstmal raus mit ein paar Punkten plus. Ich hätte natürlich schon mir gewünscht, dass es halt ein bisschen mehr wird.
Im direkten ersten Anlauf, aber wollte er jetzt halt nicht. So, gucken, was hat der DAX dazwischen gemacht? Auch nichts, ne? Okay. Ich würde aber trotzdem gucken, wenn wir hier noch einen zweiten Anlauf kriegen, ob wir den dann nicht halt dann doch nochmal. Aber unten shorten ist einfach schwierig. Das ist nicht so ohne. Warum habe ich denn hier keine Aktualisierung? Fehlt mir hier irgendwas? Irgendwie sieht es aus wie das Bild von gestern. Habe ich da was vergessen? Also er tut es halt generell in diesem Bereich schwer. Sieht man ja auch, ne? Also beziehungsweise ist auch nicht das erste Mal, sondern eigentlich die ganze letzte Woche hat er sich hier aufgehalten bei der 590. Absolute Katastrophe, ist schlicht und ergreifend, das hatte ich auch am Freitag noch gezeigt, ist es halt einfach die Wocheneröffnung, also die Öffnung von der letzten Woche und permanent, ne? Deswegen bin ich jetzt erstmal gar nicht so unglücklich drum, dass der jetzt erstmal raus ist hier, weil das ist einfach nur widerlich, dieser Bereich. Also ich weiß nicht, was da auch so tragisch dran sein soll. Warum kann man da nicht einfach mal irgendwie ein paar Punkte drüber beziehungsweise drunter laufen? Aber ich zeige das hier mal kurz. Ich hoffe, ich bin da nicht. Doch, ich bin im Weg. Moment. In der Woche, ne? Also hier. Die Vorwocheneröffnung. Gruselig. Und da hängt er jetzt halt schon wieder drunter. Und klar, da besteht natürlich die Gefahr, weil das Ding natürlich schon so komisch aussieht, weil wir halt auch hier einen Aufwärtsgap haben. Exhaustion Gap. Das heißt also Erschöpfungsgap da oben. Das heißt, wurde direkt verkauft, direkt wieder auf Anfang von der Woche zurückgesetzt, innerhalb von nur einem Tag. Und das ist nicht unbedingt ein Kaufsignal. Ne? Also auch wenn generell die Vorwoche jetzt erstmal billig ist, dass wir hier quasi nochmal auf Anfang von der letzten Woche sind, aber mehr halt eben auch nicht. Ne? Und aber man hätte ja auch irgendwie letzte Woche zuschlagen können, zum Freitag rauskaufen können, ne? Und nach oben hat man aber halt auch nicht. Von daher bin ich da schon eher, deswegen hatte ich auch vorhin ja auch gesagt, also ich gehe hier einfach mal noch ein bisschen drauf ein, solange wir hier nichts zu tun kriegen. Beziehungsweise solange hier nichts passiert. Der DAX steht ja nur rum. Erstmal wieder weg. Das ist viel zu lahm. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ach so, ja, genau. Warum ich halt meinte, das Ding halt ist schon eher aus meiner Sicht halt short. Ich gehe mal dazu nur kurz. Ich wundere mich gerade, warum ich hier kein neues Bild habe. Das ist 2 von 2 im Live-Chart. Und nochmal hier drauf drücken. Und zwar hier im Daily sieht man es halt auch nochmal. Also, so sieht die Geschichte hier aus. Und da sieht man halt ein bisschen deutlicher, wie das Ganze sich darstellt. Und dass wir wirklich da halt auch hier dieses Gap halt direkt Verkauf haben. Das heißt, mit dem Fehlausbruch hier oben im Nacken, den er halt da hat, drücken wir halt immer wieder hier drauf. Weil, also, das wäre für mich jetzt echt nicht unbedingt eine Kerze, die halt nach oben als nächstes da halt sich durchsetzt, sondern eher eine, die den Weg nach unten sucht. Und dann halt entsprechend auch versucht, hier das Tief bei der 34.300 und irgendwas demnächst halt nochmal anzusteuern. Boah, was ist das für ein Frosch? So. Hier mal ein bisschen lauter räuspern. Also da wäre ich halt schon irgendwie, würde mich nicht wundern, wenn wir das halt demnächst nochmal sehen. Ja, also dieses an der Stelle hier. Da ist auch da habe ich ja auch schon was dazu gesagt am Freitag hier mit dem SMA 20.
der sich so merkwürdig runterbiegt, beziehungsweise gebogen hat. Und hat zwar jetzt nicht gereicht, um dann halt direkt nochmal das unten anzulaufen, aber halt eben, wie es dann auch sieht, wie es dann auch scheint, zumindest doch dafür keine neuen Hochs zu machen. Und ich bin zwar jetzt nicht so der große SMA-Verfechter, aber es ist ja halt nichtsdestotrotz eine einfache Methode, halt um zu sehen, ob es halt im Schnitt halt einfach steigt oder halt nicht. Nicht mehr, nicht weniger. Ne? Und da sieht man halt manchmal dann schon Sachen, die man jetzt mit Kerzen nicht direkt sieht, nämlich zum Beispiel, dass wir halt hier nicht nur eine Stagnation haben, sondern halt sogar eine kleine Tendenz nach unten, obwohl man den Kerzen ja eigentlich nur sieht, hä, steigt doch. Sondern tatsächlich dann halt eher im Durchschnitt dann halt abwärts. Und da ist natürlich dann halt schon ganz brauchbar, das dann halt einfach mal dann auch so darzustellen. So Leute, Nelson, was hast du denn wieder mit dem Markt gemacht? Guck dir das mal an. Der DAX steht 20 Minuten später, 2 Punkte, 3 Punkte über der Öffnung. Ja, tut mir leid. Ich war abgelenkt, ja. deine Hals mal zu zählen. Meine was? Deine Hals. Ach so. Das ist ganz schlimm. Das ist, wenn einer das sagt, dann konzentriert man sich darauf. Oh, ich habe schon das Blatt umgedreht. Ach, das muss ich schon hier von Nelson auch schon Frechheiten. Ja, das ist ja unglaublich. Nein, du darfst das. Nee, waren es echt viele? Also ich höre mir meine Sachen ja natürlich selber nicht an. Musst du dir mal die Aufzeichnung anhören. Sollte ich dann vielleicht halt mal tun, ne? So ist halt. Das halt. Ja, so ist das halt. Verdammt, ey. Wirklich jetzt? Jetzt verunsicherst du mich aber. Jetzt kann ich nicht mehr frei reden. Jetzt muss ich mit jedem Satz, den ich ausspreche, muss ich erstmal drüber nachdenken. Siehst du, geht schon los. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Der Markt bewegt sich halt nicht. Wir müssen wahrscheinlich dann halt hier jetzt irgendwie noch ein paar Minuten überbrücken. Bis zur Knoppers-Fraktion. Das hier ist natürlich ein bisschen gruselig gerade. Dann soll er doch halt einmal nach oben irgendwie rauslaufen, einen kleinen Fehlausbruch und dann runter. Aber halt dieses Rumgestehe. Ich habe da aber manchmal wirklich Glück. Also was halt. Also immer nicht. Letztens hatten wir auch mal Vola. Wobei, wie das schon klingt, ne? Wenn ich eigentlich sage, so letztens hatten wir mal Vola. Ich glaube, vor 4 Wochen hatten wir zum letzten Mal Vola hier im während der Eröffnung im Live-Trading. Ja, ist natürlich schon ein bisschen arg, ne? Mal wohler. Eigentlich gehört da immer wohler hin zu der Eröffnung. Irgendwie war das auch mal anders. Das kann jetzt natürlich auch an der Jahreszeit liegen, aber irgendwas ist ja immer. Also von daher. Die Jahreszeit heißt ja auch nicht unbedingt, dass die Vola runtergeht, sondern eher das Volumen runtergeht. Und das eine hat ja mit dem anderen nicht zwangsläufig was zu tun. So, kriegen wir jetzt hier wirklich noch eine Bewegung im DAX? Ich traue mich ja fast nicht da irgendwie. Na, komm her. Traue mich ja fast nicht. Komm, machen wir mal. Mal todesmutig. Weil da irgendwie die doch vorher auch nichts gebracht hat. Mal gucken, wir zumindest mal einen Stich irgendwie da runterkriegen. Also die Farben hier sind schon ein bisschen abenteuerlich. Also das muss ich nachher mal wieder umstellen. Also zumindest, dass man halt hier diesen Support, ne, den wir hier halt auch haben, zumindest den man nochmal halt hier irgendwie beackern. Das kann doch nicht sein, dass wir die ganze Zeit da feststehen. Also jetzt hier auch nur, ne, ich habe jetzt hier vielleicht ein bisschen schnell geklickt, aber es ist jetzt auch nicht wirklich eine große Position. Und das ist aber auch das Einzige, was ich momentan halt erkenne, dass halt nach eben nach oben nichts mehr kommt, hier keine neuen Hochs mehr, die Eröffnung immer wieder beackert wird und der DAU, gut, das ist jetzt gerade keine große Hilfe und man kann ja natürlich auch schnell absichern. Also wenn wir jetzt halt hier ein bisschen Bewegung kriegen sollten, und hier wäre halt schon plausibel, dass wir zumindest mal halt die 655 da halt nochmal eine Runde ansteuern. Ja, kann man gucken, hier die Trading Start mal
Ja, 6,55. So, ne? Dass wir da halt zumindest einmal gucken gehen, was da unten los ist. Irgendwas muss ja hier irgendwann mal passieren. Den Daumen beäuge ich hier gerade noch auf dem anderen Display hier gerade. Aber der hilft halt gerade echt nicht wirklich. Jetzt hatte ich zweimal gerade. Glaube, du musst, darfst mehr. Ja. Ja, das wäre gut. Gerade der Jens gesagt, ja, vielleicht darf der Donald bald Joeys Twitter-Account benutzen und dann funktioniert das aber dann wohl auch wieder. Ja, das war natürlich schon gut. Was bedeutet beim Trail die TA6? Achso, ja, genau. Ich habe hier oben den Trail eingestellt, ne, für die, die das nicht kennen. TA6 bedeutet nichts anderes. Es ist Tick Average, das heißt also ein im Durchschnitt auf die reinkommenden Ticks und da werden halt 6 Ticks gemittelt. Also 6, nicht Ticks, sondern Ticks, 6-mal die der per Tick eingehende neue Kurs, also 6-mal der Last Price, wenn man halt so will, der wird dann halt im Durchschnitt genommen und darauf wird halt der Trail dann halt angepasst. Also bei der Obwohl ist das schon fast zu viel. Also wir kriegen ja hier irgendwie einen Tick pro Minute gefühlt halt rein. Also das heißt halt grundsätzlich diese 6. So, und jetzt machen wir die halbe Stunde wieder an der Öffnung zu, oder wie sehe ich das? Falls nicht. Ja, es gibt's doch nicht. Also das ist jetzt wirklich super bitter. Das ist echt bitter. Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Bin entsetzt über den Markt. Also wenig Wohler ist ja. Ich bleib. Was? Der Heiko. Ja, der Heiko sagt, ich bleibe der Range, Range bleibt Range. Ja, vermutlich hast du recht. Vermutlich hast du recht. Ich bin ja dann eher so, der dann sagt, ja gut, jede Range braucht irgendwie zwei Fehlausbrüche, bevor es dann irgendwie weitergeht. Und ich hätte halt gerne mal den nach unten. Aber wieder ein Punkt unter der Eröffnung. Spricht nicht irgendwie gerade die Sprache des. Wir geben jetzt Vollgas in welche Richtung auch und auch immer. Oh, das ist echt jetzt gerade so ein bisschen. Oh, guck dir einmal an die 15-Minuten-Kerze an, die sieht man überhaupt nicht. Also die davor irgendwie ein Doji, das hier wird jetzt gerade die nächste mit einem nach einem Abwärtsgap von irgendwie 2 Punkten. Das ist echt überhaupt nicht sichtbar, die Dinger. Das ist Heiko, ja, sagt auch, es ist grausam heute. Das Schöne ist, ich darf Kaffee trinken, muss mich morgen im Webinar ab 15 Uhr durch den Markt quälen. Aber da hast du zumindest Wohler. 15 Uhr. Das hier ist ja wirklich, das ist ja fast nicht mehr zu toppen. Was hier gerade passiert. Das ist aber halt einfach echt auch das Problem. Also es hätte ja, ne, ich habe ja vorhin gesagt, mir würde der Dauer eigentlich schon ganz gut reinspielen, wenn der halt mal so einen Stich nach unten macht. Aber das ist ja, was der da gemacht hat, das kann man nicht mal als Stich bezeichnen. Das ist, ich habe mal kurz drüber nachgedacht, einen Stich zu machen. Mehr ist das hier ja nicht. Also ist doch ein Gag. Also der hat doch zumindest mal da unten irgendwie einmal hier drunter gemusst und nicht irgendwie da punktgenau auf das letzte Tief da von Overnight, was sowieso schon ohne Volumen entstanden ist. Warum das jetzt hier überhaupt gehalten hat, ist mir so ein bisschen ein Rätsel. Also hier sieht man ja, das ist halt hier Overnight oder nee, es war gestern, sorry. Aber trotzdem, ne? Overnight ist ja halt eben auch nichts passiert, wir stehen dann wieder da. Warum muss man denn dann halt
Unbedingt wieder 20 Punkte rauflaufen, kann ich einmal vernünftig hier durchstechen. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein, ist es aber scheinbar. Ist es aber scheinbar. So, also 9:30 Uhr, mal gucken, ob uns die Knoppers-Fraktion. Och, super zum Skypen, komm hör auf, Steffen, das ist nicht dein Ernst. Das ist doch nicht, kannst du hier nicht skypen mit irgendwie 3 Punkten rauf und runter. Ich wäre noch dabei beim Skypen, aber das ist ja nix. Wo willst du denn das skypen? Zähl mir nix. Also ich freue mich ja, wenn du es hinkriegst, aber ich wüsste nicht wie. Ehrlich gesagt, hier mit 3 Punkten, das ist ja wirklich unglaublich. Also das hier, das ist jetzt ja schon Marktschikane. Anders kann man das ja jetzt wirklich schon fast nicht nennen. Das ist doch. Bin entsetzt. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich die so ziemlich die schlimmste Wohler, die wir bisher hatten im Webinar. Ich habe ja vorhin gesagt, es kann gut sein, dass es halt bis zum Ende der Stunde dauert. Also das ist natürlich immer noch möglich. Aber meine Güte. Ich wollte jetzt nicht unbedingt dann auf der Seite sein, die dann halt irgendwie quälend Punkt für Punkt ins Minus läuft und dann um 1 Minute vor 10 dann rausfliegt. Das war jetzt auch nicht unbedingt mein Plan. Ja, der Skyper Steffen beschreibt ja eine 12-Punkte-Range. Ja, das ist, naja. Ja, dann viel Erfolg damit. Ich habe bei so Mini-Ranges bin ich immer vorsichtig, ne? Also ja, meistens kommt ja dann doch irgendeiner und macht dann halt mal 3 Kontrakte mehr in die Order und dann knallt es halt, ne? Aber vielleicht ist das die neue Strategie im DAX, 10 Punkte rauf und runter. Alles andere scheint ja irgendwie meiste Zeit zu viel verlangt zu sein. Gestern war halt nett, gestern hatten wir echt Wohler, auch im DAX. Und heute halt, vielleicht müssen wir den Tag ändern, Nelson. Montag ist immer so ein bisschen bekloppter eigentlich. Da weiß nämlich keiner, was los ist und wohin der Markt sich bewegt. Vielleicht ist das der Grund, warum da halt auch ein bisschen mehr mal passiert. So, aber das hier ist jetzt echt ach, nicht schön. Tja, ne? So. Hätte ich ja vielleicht besser irgendwie ein Buch irgendwie genommen, das ich hätte vorlesen können, so zum Wiedereinschlafen, obwohl das ist natürlich die beste Meditation, dem Markt zuzugucken, wenn er sich so verhält wie gerade. Weil es gibt nichts, was einschläfernder. Die beste Methode, seine Geduld zu testen. Ja, ne? Ja. Noch, ja, aber fragst du, wie lange noch, ne? Das gibt, also ich kann den Ruck, der da kommt, wohin auch immer, ich kann ihn schon riechen, ehrlich gesagt. Also es ist doch, das wird so nicht bleiben. Und das wird, in der Regel ist es ja dann auch so, wenn es halt eben zu lange stillsteht und dann gibt es einmal den großen Knall. Und was heißt groß? Ich meine, 50 Punkte wären jetzt hier schon richtig groß, ne? Aber das wird passieren. Nach oben wäre, wie gesagt, schlecht. Bestünde aber trotzdem die Möglichkeit, dann halt einen möglichen Fehlausbruch dann abzufangen. Aber generell, das bleibt so nicht. Von daher können auch irgendwie hier Fernsehprogramm einspielen und dann um 5 vor 10 wieder uns dazuschalten. Das kann man natürlich auch mal. War das, das zumindest hält er sich noch. Okay.
Hannibal Lecter konnte auch was riechen. Also es ist wirklich für mich das pure Entertainment, die Kommentare, die hier reinkommen. Ja, wir können ja eine Folge Dr. Stern von Bettys Diagnose gucken. Mal gucken, ob Ja, das irgendwie genau. Ähnlichkeit Kannst hat du mit die der. anspielen? Wenn ich das mache, ist die Bandbreite weg, sonst würde ich das nämlich sofort machen. Das müsstest du machen, Nelson. Das ist wirklich unglaublich. Also bei dem, was halt hier teilweise während der Öffnung abgeht, wir sollten echt so Parallelprogramm hier noch irgendwie immer in der Hinterhand haben, wo sich halt so ein bisschen was bewegt. Also das einfach halt irgendwie ein Thema hat. Also vielleicht muss ich mich da halt in Zukunft darauf einstellen. Kennen tue ich das so nicht, aber vielleicht so ein paar Ausweichthemen, die dann halt, ob es jetzt ins Thema passen oder nicht, Raumschiff, ja, zum Beispiel, Bierwerbung, ja, Bierwerbung nicht, aber halt vielleicht wirklich dann so mal so ein paar Themen, die man halt hier noch einstreuen kann, wenn nämlich dann halt irgendwie gerade nichts passiert. Weil ich kann es ja nicht ändern, ne? Ich glotze hier genauso verzweifelt aufs Bild oder fassungslos, besser gesagt, wie ihr halt auch, egal wie ihr positioniert seid. Es wird ja keiner hier großartig vorne oder hinten liegen, ne? Das steht einfach still. Steht wirklich schon wieder an der Öffnung. Und wir haben jetzt irgendwie 40 Minuten um. Und das Ding steht einfach still. Das gibt's echt nicht. Also, das ist, manchmal frage ich mich, ob dann nicht irgendwann die Meldung kommt hier so im Chart, beziehungsweise dann halt im Datenfeed. Sorry, wir haben es aufgegeben. Wir machen zu. DAX abgeschafft. Aber vielleicht könntest du ja was zu dem Kommentar von Stefan sagen, 9:08 Uhr. Was? 9:08 Uhr? 9:08 Uhr. Ach so, ja. Ja, das hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, das Webinar zu dem Handel nach Legende. Da hat er gerade irgendwas, es gibt Probleme damit, wie Timo das im Level Trading umgesetzt hat, kann ich mir fast nicht vorstellen, weil ich mir die Performance angucke. Die spricht ja eigentlich für sich. Also, ja, das hätte ich natürlich mal vorbereiten können, habe ich jetzt aber halt leider nicht. Also, wir haben ja halt hier, ne, grundsätzlich auf dem, was halt hier in in meinen Levels halt drin ist, ne, weil ich halt auch immer sage, dass das hat halt, das sind halt verschiedene Triggerlinien und so weiter und ich habe ja schon mehrfach Statistiken dazu gemacht, durch die Live-Trades, ich glaube dreimal über Monate und der Timo hat jetzt halt eine Automation draufgesetzt auf diese, ja, im DAO, also darauf halt abgestellt auf die Levels aus dem Live-Chart und wir haben, hatte halt eine Performance jetzt in, wie wir sind mal, 12 Wochen, ne? Glaube ich. Und von irgendwie 120%. Und das ist natürlich schon recht amtlich. Und von daher für mich ein bisschen schwierig nachvollziehbar, wenn da halt jetzt jemand sagt, das wäre irgendwie, es gibt Probleme bei der Umsetzung. Also wie gesagt, die Kurve sah nämlich eigentlich halt ganz gut aus. Ich kann ja mal gucken, ob ich die hier irgendwo, ob ich die auf Anhieb hier sehe. Eine Sekunde mal eben. Mal gucken, die müsste ich aber eigentlich hier tatsächlich drin haben, zumindest mal in gestern. Ja, ne? Also zeige ich die doch wenigstens mal kurz hier zur zeitlichen Überbrückung. Wo bin ich denn jetzt? Also ja, genau. Und muss mal hier kurz Bildschirm ein bisschen aufräumen. So, ja, weil so sieht die ganze Geschichte ja halt aus. Also das ist halt die, ja, genau, 10 Wochen, die Performance, und die läuft eigentlich relativ glatt. Und das hier war eigentlich dann eher noch mein Fehler, weil ich damals übersehen hatte. Sonst wäre dieser Knick noch nicht mal in dieser Form halt drin, ne? Aber generell,
Hier habe ich ein bisschen feiner gearbeitet und generell sieht es gut aus, ne? Also der Ansatz ist, wie gesagt, der, ich mache ja meine Linien manuell und das, was Timo da draufgesetzt hat, handelt das, was ich manuell bestimme, automatisch. Ja? Und das ist da jetzt halt eben in 10 Wochen bei rausgekommen. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und ja. 10 Wochen, 128%, genau. Also, was jetzt ich, das Ding ist, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was der Timo da gemacht hat. Ich sehe halt nur, der hat irgendwas richtig gemacht. Und das ist ja eigentlich aber auch das Gute daran, dass ich gar nicht die ganzen feinen Details da so auf dem Schirm habe. Und für mich eigentlich eher so, ja, dann noch so ein bisschen der Proof dafür, dass das halt ja dann auch funktioniert, auch wenn man es halt irgendwie noch nicht mal so ganz genau dann halt nimmt, beziehungsweise halt nicht eben diskretionär, so wie ich das hier halt dann eben versuche in Live-Trades umzusetzen, sondern halt eben automatisiert. So, kriegen wir jetzt tatsächlich hier noch Bewegung? Ja, ich bin ein Punkt im Plus. So. Und baue ja immer noch drauf, dass wir halt mal einen Schuss jetzt nach unten kriegen. Aber ich gucke mir das natürlich jetzt auch nicht ewig an. Also im schlimmsten Fall. Na komm schon. Kann doch nicht dein Ernst sein. Einmal ordentlich runterdrücken. Jetzt weiß ich gar nicht, soll ich die nur aufmachen, die zweite hier? Na komm, lass mal drin. Eh zu spät. Dann halt mal gucken, was jetzt passiert. Ob da jetzt mal noch ein bisschen was nachkommt oder nicht. Wird auch natürlich dann auch relativ schnell absichern. So, 8 Punkte. Und jetzt, wie gesagt, käme es schon so ein bisschen drauf an, dass wir da halt wirklich jetzt einmal da drunter stechen. 43, möglichst natürlich dann mit dem Impuls jetzt zur fertig werdenden M15 und damit natürlich auch möglichst mit dem Impuls zur fertig werdenden Stundenkerze. Das ist natürlich hier tricky, ne, weil das jetzt genau das Tief ist. Also wenn jetzt wirklich gar kein Volumen mehr kommt, hinterherkommt, dann werde ich gleich mit der Nummer hier verhungern. Also das wäre halt schon wichtig, dass das kommt. Ansonsten wird es halt wirklich eine Bastelposition. Aber erstmal ist es soweit, okay. Außer er läuft jetzt wirklich auf die letzten Sekunden nochmal auf Anfang, dann gebe ich es hier wirklich auf. Was, wo liegen denn die Stops beim Handel im H1? Ja, das kann man, ich meine, das kommt immer darauf an, ne? Also, das kann man pauschal nicht sagen. Es kommt immer darauf an, was die Stunde davor gemacht hat. Und dann kann man es meistens relativ genau ausloten. Also die diskretionären Sachen, die ich halt damit gemacht habe, also das manuelle Trading, da waren die Stops in der Regel eigentlich so bei im Dow bei 15 Punkten und im DAX zwischen 7 und 10. Nachher halt auch mal ein bisschen mehr, wo die Wohler zugenommen hat. Aber wenn man das halt nur nach der Legende macht und dann muss man halt im Zweifelsfall ein bisschen größer einplanen, wo sie jetzt beim Timo liegen, keine Ahnung, ehrlich gesagt, das kann der Timo besser beantworten. Aber es ist ja nicht mal unbedingt das Entscheidende, ne? Sondern es kommt ja darauf an, dass es halt das Risiko dann halt begrenzt ist. Und das hat man ja gesehen, das ist es ja, ne? Also es gibt ja immer wieder kleine Verlusttrades ja auch und das ist ja auch gut so. Und das zeigt ja halt auch, dass da halt schon irgendwas richtig gemacht wurde. Aber wir gucken uns das auf jeden Fall nochmal genauer an. Habe ja schon gesagt, wenn ich mit den aktuellen Änderungen, die halt gerade im Stereo Trader halt passieren, durch bin, ist das auf jeden Fall, kriegt das Thema Priorität dann demnächst mal auch.
Weil es natürlich auch Sinn macht, ne? Also es geht ja nicht irgendwie darum, hier irgendwie zu sagen, hey, guck mal, wir haben halt hier den super Roboter gebaut, sondern ja eher, es ist ja halt der Ansatz, den ich ja schon seit Jahren grundsätzlich ja in meinem Blog und oder halt auch schon in der Zeit vor meinem Blog ja auch schon immer wieder halt irgendwo gezeigt und gehandelt habe, der ja auch funktioniert. Und wenn man natürlich dann jetzt halt schafft, das halt wirklich auf einfache Art und Weise komplett zu automatisieren, dann ist es natürlich halt eine Geschichte, die, also ich ja für meinen Teil und natürlich auch alle, die halt auf die Legende halt eben auch bauen und setzen, eigentlich, die man ja eigentlich dann auch machen muss irgendwo. Also es ist ja nur eine logische Konsequenz, weil das spricht ja alles dagegen, es nicht zu tun. Und habe ich das richtig formuliert? Es spricht alles dagegen, es nicht zu tun, ja. Und nicht nur vieles dafür, sondern von daher wäre das ein Fehler, das nicht weiter oder nicht genauer halt irgendwo anzugucken. So, was machen wir jetzt hier? Also, sollen wir abstimmen? Lass das Ding jetzt drin bis zum Ende der Stunde, drücken wir hier auf den Knopf. Oder was ist jetzt hier die Mission? Weil das hier ist wirklich unerträglich. Das macht gar keinen Sinn. Also, jetzt kommt hier wirklich da unten schon wieder nichts nach. Es kommen auch keine Orders hier. Jetzt haben wir hier zwar ja, schon wieder weg. Mit 40 eine größere Long, aber das ganze Orderbuch ist halt auch einfach nur komplett ausgeglichen und nichts passiert. Gar nichts. Das finde ich wirklich ein bisschen. Also wahrscheinlich ist es dann so, dass halt genau, wenn wir halt sagen, okay, wir machen das Webinar halt zu, wahrscheinlich genau, dann gibt es halt irgendwie, ist ja war schon ganz oft so, dann halt genau die Bewegung, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe, aber das hier ist wirklich, das wäre schon wieder bald ein Long, man weiß nicht, also bei dem Volumen ist irgendwie, das wäre bald eigentlich für meine Begriffe eher schon wieder Grund, Frankfurt an 4 von 5 Tagen die Woche zuzusperren. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme, dass nur noch ein Tag gehandelt werden darf. Dann passiert da wenigstens mal was. Aber das hier ist doch Krankheit. Das hier ist echt eine Krankheit. Weil im Sommer zu, ja, wie gesagt, ne, im Sommer, also wir hatten im letzten Sommer ja zum Beispiel gute Wohler, ne? Also Sommer heißt ja immer hauptsächlich Volumen ist halt das Problem, aber das ist ja eigentlich das Nette, wenn nämlich dann aber mal einer kommt, der dann halt mal irgendwie so eine übliche Handelsmenge an Kontrakten an den Markt wirft, dann hat man natürlich auch eine nette Wohler. Also da muss man nur ein bisschen aufpassen mit Gaps und so, ne? Im Sommer in der Regel. Oder musste man. Aber das hier, das ist, ja, weiß gar nicht, was ich noch sagen soll dazu. Mir fehlen die Worte. So, ich stelle das Ding ins BE. Ich habe nämlich jetzt keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Weil entweder macht das jetzt hier zumindest mal halt, ne, weil hier die 5 Minuten, wenn die jetzt fertig wird, alles nochmal darauf, ganz ehrlich. Nee. Aber es ist ja nicht nur der DAX, ne, also heute Morgen, das muss man ja auch mal fairerweise dazu sagen. Also Herr Werner sagt hier auch gerade, das ist DAX eine Krankheit. Ja, oft schon, aber der DAU ist auch gerade keine Hilfe. Der steht genauso rum an seinem Gap und kommt da irgendwie nicht vorwärts. Also wer es mitgemacht hat, hier gibt es, also ab der ersten Position, wir sind 6 Punkte im Plus. Jetzt sind 7. Vielleicht kommt noch was. Ach, ist unglaublich, ne? Und wenn nicht, dann gehen wir halt hier eben mit Null aus dem Markt. Aus. Ich kann es ja nicht ändern. So, weil, also nochmal, ich hätte mir halt gewünscht, dass wir die Unterseite halt mal ausloten. Keine Ahnung, vielleicht macht das jetzt ja doch noch. Da kann zumindest mal gerade das vorherige Tief. Aha, guck. Ein Punkt mehr. Man muss immer nur meckern, ne? Und dann funktioniert das. Also im DAX irgendwie ganz oft. Schon gesehen, kaum habe ich gemeckert und dann bricht das Ding völlig aus. Gucken, was jetzt auch so sehen.
Also, wo war das? 6? Jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, wo das Level gewesen ist, wo ich hin wollte, aber passiert schon wieder nichts. Von daher, ich rechne mal damit, wir machen das hier ich mache das hier mit 0 zu. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, wer mit reingegangen ist, eben, ne, der kann sich dann halt überlegen, ob er die paar Punkte halt mitnimmt oder halt nicht, ne, weil das ist. Ja. So, 611, ne? Also zumindest haben wir die jetzt halt hier mal getestet. Sieht man ja auch ganz genau jetzt erstmal getestet. Es ist natürlich legitim, wenn es halt hält. Das hat es aber vorher auch schon. Und von daher wäre es nicht weniger legitim, hier endlich durchzustoßen und den DAO vor allen Dingen halt mit. Also das ist halt der Ansatz, ne? Oben keine neuen Hochs, abfallende Hochs. Deswegen eigentlich, sollte die Unterseite mal angetestet werden. Und weil der Heiko hat vorhin ja auch noch was gesagt zu der Range. Ne, also was ja halt auch, er hat absolut recht damit. Heiko ist der Range-Händler überhaupt, also überhaupt einer der besten Händler, die ich kenne. Und oft ist es eben so, dass eine Range mal nach unten getestet wird und dann halt in die andere Richtung und dann erst kommt eine Entscheidung. Und auch das hätte hier natürlich jetzt auch mal völlig problemlos drin sein können. Einfach mal ein Ausbruch nach unten. Ne? Also wenn das halt hier die Range ist, dann dieser Bereich halt einfach, ich zeichne das hier mal gerade ganz grob ein, Farbe ist egal. Ja. Und dann würde ich das zumindest gerne mal in die Unterseite halt hier sehen und da halt mal testen, ob da unten halt was geht oder nicht. Und dann wäre es halt auch relativ wahrscheinlich, dass wir dann halt dann nochmal in die Range dann halt zurücklaufen. So, aber hey, wir sind im Plus. Und wenn es nur ein Punkt ist, den nehme ich aber mit. So. Gut. Wie viele Minuten haben wir noch? Noch 8 Minuten. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob es jetzt wirklich Sinn macht, überhaupt noch 8 Minuten durchzuhalten. Ich würde natürlich den Trade schon gern halt nett zu Ende bringen, aber gut, komm, wir haben noch ein bisschen Geduld. Haben wir noch, so das Ding hier angefangen ist. So, wer war jetzt long? Ne? So, guck mal, ein bisschen was kommt doch hier. So, und jetzt einmal ein richtiger Stich. Herrgott, so, das ist jetzt Unterseite Range. Kann ja nicht so schwer sein, da jetzt einmal ordentlich durchzuknattern. Oder ist halt nicht wirklich was. Außer haut jetzt einer irgendwie schlagartig eine Market rein, dann schiebt es einmal nach unten. Aber mir fehlt hier einfach irgendwas, was sichtbar wäre. Hier oben baut sich jetzt so ein bisschen was auf. Aber halt auch, sieht schon ein bisschen lustig aus, ne? Das Gestaffelte da oben. Hier 70 Kontrakte, aber weg sind sie. Also von daher, so, einer weg. Komm. Zumindest halt ein paar Pünktchen, ne? Aber hier auch jetzt, ne? Das also viel zu genau. Viel zu genau. Ich bin ja grundsätzlich ein Fan davon, wenn es genau ist, so ist es ja nicht. Aber natürlich nicht, wenn ich runter will. Ist halt auch klar. Nein, also ich meine, vom Prinzip her ist das in Ordnung. Aber wir reden hier trotzdem immer noch über irgendwie gerade mal 20 Punkte unterhalb der Eröffnung. Das muss jetzt echt auch nicht sein. Von daher. Naja, so what? Also, ich glaube, in 5 Minuten kriegen wir den nicht mehr da runter. Die 50 Punkte würde mich sehr wundern. Von daher sage ich mal, also wer den Trade dann auch hat, der kann ja mal zugucken, wie weit die ganze Geschichte läuft. Ansonsten machen wir jetzt hier, glaube ich, einen Deckel drauf. Oh, guck mal. Immer wenn ich ihm androhe, dass wir fertig sind, ne, zuckt er nach unten. Das ist schon spaßig. Und ansonsten, wie gesagt, 611. Ich hätte natürlich gerne mal auch wieder ein paar Funktionen,
vom Stereotrader hier im Einsatz gesehen. Aber wenn er nicht mitspielt, er spielt halt nicht mit. Ne? Also es muss auch nicht genau die 611 sein. Ne? 611, habe ich ja gesagt, ist halt nur dieses Tief und wo er halt mal hinlaufen könnte und das mal testen könnte. Das heißt, eigentlich müsste er ein paar Punkte vorher reagieren. Also deswegen habe ich jetzt hier mal auf 620 gesetzt. Wenn er also runterläuft, okay, bis 611 muss ich da gar nicht kommen. Sinnvoll ist allerdings, wenn man einen Trail startet, platziert, dass man auch den Trail einschaltet. No. Na gut, also ich lasse mal im Hintergrund das Bild auf. Falls da noch was passiert, würde aber ansonsten dann halt hier sagen, wir machen jetzt hier einfach mal den Deckel drauf, ne? So, jetzt gucken wir mal. Fleck. Doch, sieht aus wie Fleck, ne? Ist aber keiner. Na gut, also ihr Lieben, für den Markt muss ich mich schon wieder stellvertretend entschuldigen, dass er sich so schlecht bewegt hat, aber ich kann halt nichts dafür. Ne? Das ist ja trotzdem erstaunlich, dass wir hier noch mit einem Plus rausgehen. Von immerhin aktuell bei 11 Punkten, 2 Positionen und besser als nichts. Ne? Das ist ja schon hier, wenn man das auf die das bezieht, was der Markt gelaufen ist, das sind ja schon, also bei 690 war, 630, das ist ein Drittel von der gesamten Bewegung. 11 Punkte, 12 Punkte, das ist natürlich, naja, gut. Aber, so, was sagt der Timo? War halt mal wieder ein gutes Webinar. Wie oft habe ich jetzt noch seither halt gesagt? Hast du es gezählt, Nelson? Mein Block ist voll, hör mal. Ja, den Gag hast du vorhin schon gebracht. Jetzt musst du schon mal Neues bringen. Vorhin habe ich das Blatt umgedreht, jetzt habe ich einen Block voll. Also das ist schon eine Steigerung. Block voll. Also, okay, ja. Okay, gut. Nein, also Spaß beiseite, ist überhaupt nicht störend und wir lieben deinen Hals. Ach Quatsch, du weißt ja auch, ich bin da. Also zu mir kann man ja fast alles sagen. Es dauert ein bisschen, bis ich beleidigt bin. Von daher muss man sich da nicht allzu viel Gedanken machen. Gut, also, ist wie es ist, ne? Wir sind hier im Plus. So, der Markt will nicht und mehr kann ich nicht tun. Kann ich ja nur sagen, danke, dass ihr mit mir hier durchgehalten habt. Ganz, ganz, ganz viele sind ja wirklich halt hier bis zum Schluss geblieben. Und war auch richtig viel los. Dafür natürlich auch mein Dankeschön. Und ja, soll ich sagen, ne? Bis nächste Mal. Der Nelson will ja immer zu mir kommen hier und er weigert sich ja wirklich immer die Kamera anzuwerfen. Er will mir wahrscheinlich einfach nur nicht die Show stehlen. Der Nelson ist echt ein sehr, sehr gut aussehender Mann. Ne? Das muss man halt wirklich auch mal so ganz klar festhalten. Von daher ist das wahrscheinlich eine Frage der Höflichkeit. Aber jetzt traut er sich wahrscheinlich gar nicht mehr, jemals so vor die Kamera zu tippen. Schade, dass wir Dirk nicht mehr hören, aber ich wünsche natürlich noch einen schönen Tag. Nein, ja, was soll ich? Ich kann dann dazu nichts mehr sagen, außer vielen lieben Dank, Dirk, für das Webinar. Und was der Markt macht, ist natürlich eine Sache, aber was du machst, eine andere und das machst du richtig gut. Von daher freue ich mich auf den nächsten Termin. Jetzt hast du erstmal ein bisschen Ruhe von mir. Ich glaube, in 2 Wochen oder 1,5 Wochen haben wir Helpdesk zusammen am Montag. Würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bringen Sie viele Fragen mit, freut sich der Dirk. Und bis dahin wünsche ich natürlich viel Erfolg beim Handeln und natürlich viel Gesundheit. Und heute mal andersrum hat Dirk das Schlusswort. Und ich verabschiede mich. Bis dann. Nichts da, Schlusswort. Tschüss. Tschüss.